Ich finde das sehr witzig, weil es sehr interessant ist, aber wir sind so weit über die Zeit, dass diese Argumente wahrscheinlich nicht mehr draufkommen. Der Sovi-Stammtisch. Dieses Mal Intelligenzrassismus in drei Akten. Begriff auch in der Rassismusforschung Differenzierung. Also du hast Klassismus, Rassismus. Es gibt auch eine Idee eines Rassismus ohne Rassen, wo einfach die Logik des Rassismus woanders drauf geklatscht wird. Die Logik ist dieselbe, aber es werden halt keine Rassen verwendet. Ja, das ist ja wahrscheinlich der Kulturrassismus, ja. Klassismus. Wobei ich finde immer, das aus diesen Heidmeier-Studien, was dieses Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit ist, eigentlich das ist ja genau diese Idee, dass man halt diese diskriminierenden Kategorien oder Kategorien, die zur Diskriminierung taugen, erstmal von diesem Rassenbegriff abstrahiert, weil der Rassenbegriff einfach vieles nicht mehr erfassen kann. Der Bourdieu selbst spricht ja in dem Text von Intelligenzrassismus, in anderen aber von Klassismus, von Intelligenzklassismus, sodass das so eine Klassenunterdrückung wäre. Also da ist er auch flexibel. Und die Frage ist, gibt es da eventuell auch eine begriffliche Unterscheidung? Weil wenn ich mir jetzt Rassismus versus Klassismus angucke, sind wir ja bei dem einen Begriff eher bei dem hereditären, bei dem genetisch übertragenen, der genetisch übertragenen Eigenschaft in irgendeinem Sinne, einer vererblichen Eigenschaft. Das andere ist ja eher eine soziale Vererbung. Oder eben auch gar keine, also da findet ein anderer Prozess statt. Möchte ich schon wütend werden, weil das eigentlich für die Unterdrückung relativ irrelevant ist, glaube ich. Also ich glaube, es geht eben um den Punkt, du nimmst Intelligenz in unserer Gesellschaft als Merkmal, wie immer das zustande kommt, um dich hierarchisch hochzustellen und die dieses Merkmal nicht haben, runterzudrücken. Und dann kann man sagen, wenn es genetisch ist, ist es doch gerechtfertigt. Nein, um Gottes Willen. Oder wenn es kulturell ist, also in beiden Fällen, das sind natürlich zwei Schienen, zwei verschiedene Schienen, da hast du völlig recht. Das meinte ich. Aber in beiden Fällen, ich möchte gar nicht, also wenn wir 20 Minuten, würde ich gar nicht so, wie du schon angemerkt hast, gar nicht so sehr auf diese Begriffsdefinition kommen, obwohl das total wichtig ist, wenn man mehr Zeit hat. Vor allem, ich glaube, es ist wichtig, weil die Begriffe, der springt gerne mal über, ne? Also halt, wenn man sagt, es ist sozial, dann ist das schon eine erste Kritik, weil dann heißt es ja, das muss ja gar nicht so sein, ne? Aber halt zum Beispiel mit Intelligenz, das ist ja ein Konstrukt, das ist schon naturalisiert. Ja. Und in diesen ganzen Strukturen, halt Schule ist ja im Prinzip eine Institution, um die, Bourdieu nennt das Soziodizene, also die herrschende Strukturen, die herrschende Klasse rechtfertigt sich, braucht eine Rechtfertigung, das ist die Intelligenz. Und das Bildungssystem ist halt ein Konstrukt, um die Selektion erstmal nach diesem Intelligenzkonzept, was sozial vererbt wird bei Bourdieu, kulturelles Kapital, vornimmt und gleichzeitig dann aber auch die Wissenschaft einspannt, weil es für sie halt auch in der Struktur halt so einen schönen Platz bereithält. Ne? Wir Wissenschaftler, wir sind ja Wissenschaftlerinnen auch, sind ja intelligente Menschen. Ne? Das zeichnet uns ja besonders aus, wenn man so will. Und das sichert uns auch einen bestimmten Platz. Und wenn es nur der ist, dass wir zumindest legitim Kritik üben dürfen. Mhm. Wobei man natürlich jetzt auch vor Augen halten muss, wenn man gerade diesen Bourdieu-Text liest, wo er auch das mit dieser Vererbung des Elitenstandes im Grunde ja auch argumentiert, dass das natürlich von einem französischen Hintergrund geschrieben ist. Ja. Das, wo wir natürlich gerade, wenn es um die Staatselite geht, nochmal eine viel, viel, viel stärkere Fokussierung auf bestimmte Hochschulen haben, wo dann sich eben wirklich die Elite, die Funktionselite sozusagen raus rekrutiert. Wir haben das jetzt im deutschen System, wo wir natürlich mit dem mehrgleisigen Schulsystem eine ähnliche Grundstruktur haben, ist das aber bei weitem nicht so stark ausgeprägt. Da hat man eher so eine allgemeine Schichtung, eben Anführungszeichen Untermittel-Oberschicht, während man im französischen System eben diese absolute elitäre Schicht nochmal hat. Die auch nur, sogar, wo das eigentlich noch stärker ist, gerade wenn es um Staatspositionen, öffentlichen Dienst und so weiter geht, als die Ivy League-Universitäten in den USA. Es gibt ja diese, also warum ich auch nicht so auf den Begriff rumreiten möchte, ist, weil in beiden Lagern, sowohl bei den Biologisten als auch bei den, sagen wir, Sozialkonstruktivisten dann in dem Fall, als Intelligenz, als Konstrukt, soziale Konstruktion, ja. Oder sagen wir in den soziologischen Lagern entsprechend, beide haben Vertreter, die das jetzige
Rechenverfahren von Intelligenz, nicht nur das Rechenverfahren, sondern die jetzige Anwendung kritisieren. Klar. Es gibt die Arthur Jensen Schule sozusagen, ist eine, der ist ein Biologist, ja, also sagt, man hat hier in den Genen die Intelligenz drin, und seine Kritik ist eigentlich für mich auch, also hat mich auch, ja, oder anders. Ich bin hier etwas wütend durch den Text geworden. Ich muss sagen, das hat schon mich ein bisschen angerührt, das Ganze. Und ja, also Arthur Jensen ist ein Psychiater oder Psychologe und sagt, es gibt in der Unterschicht eine gewisse ausgeprägte Art von Lerntypus und von Intelligenzstrategien. Und in der Mittelschicht und Oberschicht gibt es andere. Mhm. Er sagt, die Oberschicht ist so, er sagt jetzt, das nennt er kognitive Intelligenz oder Lerntypus, kognitiven Lerntypus. Und Unterschicht ist sehr stark ausgeprägt im assoziativen Lerntypus. Und beides sind Intelligenz vorkommen, also sind für ihn Intelligenzleistungen. Okay. Gemessen wird aber die untere nicht. Ja. Also die wird nicht mit Punkten versehen. Mhm. Und das ist dann aus seiner Sicht nicht zielführend, aus einem anderen Grund als Bourdieu es vertritt, das ist aus seiner Sicht nicht zielführend, weil dann halt nicht wirklich die Intelligenten nach oben kommen, sondern nur Intelligenzen einer bestimmten Ausprägung. Und das ist die Ausprägung des bürgerlichen, der bürgerlichen Vorstellung von Intelligenz, nämlich gut Latein zu können, Bücher lesen zu können. Wobei man natürlich dann nochmal wichtig ist, noch was sich anzugucken. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass irgendwie die Messung eines Intelligenzquotienten oder auch die Zertifizierung mit irgendeinem Intelligenzquotienten unmittelbar verbunden ist mit dem Erwerb irgendeines gesellschaftlichen Status. Und es ist auch nicht so, dass ich in sozial schwächeren Schichten nicht auch in signifikantem Maße entsprechend hohe Intelligenzquotienten identifizieren lassen. Also, aber kommst du nicht aufgrund eines Tests, kriegst du da nicht Schulzuweisung? Nein. Auch? Wird nicht mehr gemacht? Die Schulzuweisung nach der vierten Klasse erfolgt in manchen Bundesländern rein über die Zeugnisse der Grundschule. Mhm. In manchen Bundesländern wird es empfohlen und dann können die Eltern aber im Zweifel auch davon abweichen. Und es gibt Bundesländer, wo es unverbindliche Empfehlungen gibt, aber das eine reine Entscheidung der Eltern ist. Dann heißt es, jetzt kommt man natürlich als Kritiker in so eine Zwickmühle, weil man kritisiert den Intelligenzbegriff, der von Intelligenzforschern auch hervorgebracht wurde, zum Teil auch, um eben dieses, was du jetzt beschrieben hast, dieses nämlich sehr milieubehaftete Empfehlungssystem zu umgehen. Ja, aber das ist, also. Und jetzt kritisieren wir den Begriff und kommen wieder darauf zurück. Nee, aber ich glaube, ich würde das auch nicht, für mich nicht so auf den Intelligenztest versteifen. Das ist ja nur ein. Okay. Das war jetzt gerade das Konzept. Aber das greift auch zu kurz. Intelligenztest, das ist ja auch, der wird ja auch in den meisten Bereichen halt der Wissenschaft auch nicht wirklich ernst genommen. So, weil, also wer setzt sich überhaupt einen Intelligenztest aus? Ist als Diagnostik in der psychologischen nicht so extrem ungewöhnlich. Ja, aber ich meine halt so, die Wissenschaft ist ja mehr als, ne? Also welcher Physiker war jemals beim Intelligenztest, ne? Ich meine, kann man ja nachzuprüfen auf seinen Wer hier in der Runde hat sich mal einen Intelligenzquotienten halt machen lassen. So, ich glaube, da ist tatsächlich einfach steckt wahrscheinlich bei Bourdieu ein anderer Intelligenzbegriff drin, als das, was wir heute in einer wissenschaftlichen Perspektive unter Intelligenz verstehen. Ja. Also genau, er wird ja einfach benutzt. So, und zwar eben außerhalb von Wissenschaft und wissenschaftlicher Messung. Genau. Fast jeder Lehrer bildet sich ein, er würde die Noten nach Intelligenz vergeben und er würde die Schüler auch nach Intelligenz führen und zuteilen und so weiter. Ja. Und das ist eben das, wo eben, also die haben eine Vorstellung erstens von Intelligenz, die sehr naturalistisch ist. Das ist das eine Problem. Und das andere ist, dass sie dann halt eben total verzerrt ist und führt dann dazu, dass eben sowieso benachteiligte Gruppen jetzt in der Bildung benachteiligt werden, was wieder der Hauptfaktor ist, wenn man dann sozusagen ins Erwachsenenleben übergeht, womit man dann mit starken Benachteiligungen startet. Und das ist, also du bist dann, so bei uns bist du dann halt ein Mensch dritter oder vierter Klasse. So, ja, das ist eben, woher nimmt man die Rechtfertigung zu sagen, Leute, die ein bestimmtes Merkmal nicht haben, was diskutiert wird als auch stark vererbt, dieses Merkmal nicht haben, dürfen nicht, also sind nicht
zu beteiligen. Sie sind ärmer, sie leben nicht so lange, sie sind kränker im Schnitt und sie werden viele andere Zugangsmöglichkeiten zur Gesellschaft nicht zur Verfügung gestellt. So, ja. Das würde ich schon, da würde ich den Rassismusbegriff auch nochmal dafür durchaus als legitim. Also zumindest als strukturellen Rassismus, nicht als eine bewusste Entscheidung einer Person oder einer Gruppe auszugrenzen, sondern es ist halt das Resultat von einzelnen Entscheidungen. Weil es halt tatsächlich darum geht, begrenzte Ressourcen zuzuteilen. Jetzt kommt der Wirtschaftler in mir durch. Es geht irgendwie darum, die begrenzte Anzahl von Studienplätzen, mal als Beispiel, zuzuteilen. Dazu braucht es das irgendeines Kriteriums. Erstmal. Und dann ist eben, da wir uns in einem Bildungssystem bewegen, natürlich die vorherige Bildungsleistung, wie auch immer man das definieren mag, naheliegendes Kriterium. Ich sage nicht das Beste, aber naheliegendes. Also, ja genau, der Numerus Clausus, so der sage ich mal, der feuchte Traum der Intelligenzrassisten. Nach dem ich würde nicht einzelnen Personen unterstellen, im Gegensatz zu einem klassischen Rassismus, wo man das ja durchaus einer geringen Gruppe, aber doch einer relevanten Gruppe irgendwie unterstellen kann. Das würde ich bei dem Intelligenzrassismus nur ein Ausnahmefall tun. Ja, das ist ein struktureller Prozess. Ich finde, du meinst nicht in die Fresse hauen. Also ich würde das doch schon sagen, das muss, weil der Intelligenzmessung, also die Intelligenzmessung ist ja ganz stark mit der Eugenik auch verwoben. Ja. Wurde ja danach auch aussortiert, sowohl in Nazi-Deutschland auch als auch in Amerika. Wurde auf der einen Seite wurde vergast, auf der anderen wurden kastriert. Das ist nochmal zu unterscheiden, aber es ist damit verbunden. Man wollte halt diese Leute nicht, dass die sich weiter verändern. Ja. Und an der Stelle bin ich voll. Und das wollte man ja nicht, glaube ich, aus bösen Absichten. Sondern man war sich nicht klar darüber. Man sagt, das ist gut für die Gesellschaft. Ja. Und ich glaube, dasselbe Prinzip läuft halt auch bei vielen Lehrern, Intellektuellen. Das ist gut für die Gesellschaft, wenn sie diesen Bildungsbegriff... Deswegen finde ich, muss man ganz wichtig darauf hinweisen, dass man von dem Intelligenz weg, weil das einfach nur, sage ich mal, wenn man so will, ist das eine Spitze. Bourdieu schreibt auch in diesem Text ganz klar, es geht halt also den kleinbürgerlichen Rassismus, nämlich der, der uns berührt, keine Ahnung, scheiß Ausländer und hast du nicht gesehen, es lassen sich beliebig Kategorien da bilden. Der wird dann halt gerne gerade von Intellektuellen auch kritisiert, aber weil er auch nicht Teil ihrer Sozioidee ist, ihrer Rechtfertigung, warum die herrschende Klasse herrscht. So, und dafür ist das Konzept der Intelligenz und es ist wenig greifbar. Und gerade weil, das fand ich auch ganz interessant, der differenziert zwischen Strategien. Wenn du es, sag ich mal, der Intelligenz, das ist dann so eine sehr konzentrierte Strategie, da wird offen das gesagt, so, es gibt dieses Merkmal und danach sortieren wir, weil es das bestimmt, wie viel ein Mensch wert ist. Danach wird nie sortiert. Genau. Oder man verkleidet das in Euphemismen, dass die Aussage nicht mehr so klar ist, aber dafür, dass sie breiter geschluckt werden kann. Die Aussage wird dadurch angenehm, dass sie unhörbar wird, schreibt er. Und das finde ich genau, weil diese Logik der Selektion nach Bildung und die Zuweisung von Lebenschancen nach diesen Zertifikaten, darin steckt ja diese, mir fehlt das Wort, die Überbewertung eines bestimmten Habitus, eines bestimmten Weise, die Welt zu sehen, mit Wissen umzugehen, auf Lebenschancen. Und warum? Ja, damit die Besten halt regieren, weil die Intelligentesten müssen halt regieren. Und Das tatsächlich so? Das ist das. Also das ist das, was ich mich gerade frage, weil je mehr wir in Richtung Bildungsresultate und so weiter uns bewegen, desto mehr sind wir eigentlich im klassischen Habitus wieder drin. Weil eben auch tatsächlich auch höhere Schulabschlüsse und bessere Universitätsabschlüsse, das muss nichts mit dem Intelligenzquotient in irgendeiner Form, also Intelligenz in irgendeinem Begriff zu tun haben. Naja, 30% glaube ich, habe ich gelesen, Stärke von von Intelligenzquotienten auf den Schulerfolg. Auf die Schulnoten. Ja, genau. Aber das ist ja, wenn man davon ausgeht, dass wir jetzt, dass auch Bourdieu in dem Text beides sehr äquivalent verwendet, ist eine Korrelation von 0,3 nicht wirklich groß. Nee, aber ich glaube, dass das Ding ist ja auch, deswegen, das ist auch die Gefahr, diesen Intelligenztest in dem im Rahmen überzubewerten, das Mittel der Unterdrückung, weil, diese Kritik an dem Intelligenztest ist dann ja die,
Wir haben ja das Bildungssystem, ne, das halt durch Wissenschaft gestützt ist. So. Deswegen ja auch dieser Intelligenzrassismus gerade bei unserer Gruppe der Wissenschaftstreibenden dann halt ist, weil sie uns halt unsere herrschende Position in der Gesellschaft garantiert. Dass gerade das, dass man dann feststellt, ja, wir verteilen diese Zertifikate und da sind ja diese Leute, die in hohen Positionen sind. Und warum sind sie in hohen Positionen? Ja, weil sie besonders klug sind, weil sie die Besten sind. Na, das ist dann ja die Rechtfertigung. Und der Intelligenztest, ja, der sagt das gar nicht richtig raus. Wir müssen den Intelligenztest verbessern. So, ne? Das ist dann halt genau, wenn man dann anfängt, wenn die Schädelmessung dann gar nicht mehr die Verbrecher vor Haus sagt, dann muss irgendwas an der Schädelmessung nicht stimmen, dann muss man das machen, weil man weiß ja, wer die Das ist aber tatsächlich nicht mehr der Prozess, wie er stattfindet. Ja, es ist jetzt halt eine überspitzte Analogie, so, ne? Aber da verwischen einfach, glaube ich, wirklich Konzepte miteinander, die begrifflich nicht sauer aufeinander getrennt sind. Mhm. Vielleicht so für die Diskussion zu dem Thema. Ich glaube, man kann zwei große Stränge eben unterscheiden. Das eine ist eben so, also per se, wie wir diesen Intelligenzbegriff benutzen. Mir geht es jetzt nicht um Intelligenzmessung, sondern diese Idee, das sind dann die besseren Menschen mit mehr Intelligenz und die haben mehr verdient und so weiter. Also das überhaupt herzunehmen, um dann krasse Unterschiede zu erklären. So, man könnte ja auch rein theoretisch sagen, naja, gut, der hat schon Glück gehabt, der ist von der Natur reich beschenkt worden. Ne? Mhm. Dann, Begabung ist auch so ein Inhaltslehrer Begriff. Genau, dann können eben andere mehr haben. So. Ja. Also der muss ja dann nicht noch mehr Geld haben. So. Mhm. Hat er schon die mehr Intelligenz. So könnte man es ja auch machen. Also welche Unterdrückung daraus gemacht wird. Ja. Die Frage ist ja auch, ja, wir könnten auch wieder zurück zum Recht des Stärkeren. So, ne? Warum ist nicht einfach der körperlich Stärkste, der am meisten bekommt? Weil der könnte ja dem Intelligenten, vielleicht Schwächeren, auch einfach die Nuss speisen. Ja, wobei da wahrscheinlich tatsächlich das Phänomen ist, dass wir sehr viele Begriffe, Konzepte haben. Mhm. Wir haben das auch gerade, als du sagtest, der Erfolgreiche, der Intelligentere, der Bessere, der Besserverdiener. Das sind sehr, sehr viele Konzepte, die miteinander korrelieren. Ja, ja. Und die in die gleiche Richtung zielen. Und die sich eben dazu neigen, so à la Matthäus-Effekt, sich bei einem kleinen Teil der Bevölkerung zu kumulieren. Ja, also ich sehe da... Was ich spannend finde, ist, sich dann die Prozesse anzugucken, warum die sich so kumulieren. Ja, also ich möchte doch... Ich wollte diese zwei Teile noch machen. Also dieses als den einen Strang, den man diskutieren kann und muss. Und den anderen ist dann eben diese Unschärfe, wie er verwendet wird, auch mit ähnlichen Begriffen, Gehirnschmalz, Begabung oder was auch immer. Da muss man eben auch sagen, der wird ja da eben kulturell überformt. Ich würde sagen, gerade eben je bildungsbürgerlicher man ist oder überhaupt herrschende Klassen probieren, Einfluss darauf zu nehmen. Und das ist, wenn man dann mal so, ich sag mal, was ich fast ein bisschen als rettendes Gegenkonzept finde, ist eben der Kompetenzbegriff von der OECD. Der befreit mich insofern ein bisschen. Der kommt zwar sozusagen von der herrschenden Klasse, mit der ich auch nicht einverstanden bin, aber er befreit mich ein Stück weit von der Knechtung des Bildungsbürgertums, indem er einfach mal gezeigt hat, aha, okay, wenn wir es als Kompetenz messen, ne, dann sehen wir, die Noten, die werden nicht nach Kompetenz nur vergeben. Ja. Da ist eben auch eine Korrelation, aber es ist eben eine Korrelation zu den Klassen da. Und das ist eben interessant. Ja, das ist so habe ich das auch als Kind schon immer erlebt, dass ich bekomme eine Note aufgrund meiner Kompetenz und dann halt, was weiß ich, wird dann nochmal eins oder zwei draufgeschlagen aufgrund meiner Klasse. So, ne? Ja. Und andere bekommen das halt runtergerechnet. Ich hatte zum Beispiel eine ganz ähnliche Erfahrung, obwohl ich halt von meinem viel mehr Hintergrund schon irgendwo einen Anspruch auf gute Noten auch hatte. Aber ich habe auf dem Dorf gewohnt, das war in der Grundschule und wir waren zugezogen, was im Dorf halt auch ein wichtiges Merkmal ist. Dann oh, ja. Was denn, das nur dazu. Und ich möchte vielleicht noch zwei Sachen, die jetzt ein bisschen lockere Sachen anmerken. Und zwar erstens, es gibt halt diesen Film Idiocracy, der eine ganz widerliche Form ist. Das ist purer Intelligenzrassismus, der es auch unmittelbar den Schluss zieht, der, glaube ich, auch schon, also der auch
in der Mehrheit auch gedacht wird, dass Intelligenz nämlich halt mit Vererbung so, ne, dann wird nämlich dieser Schluss gezogen, na ja, die Welt ist so beschädigt, so, ne, die intelligenten Leute, die überlegen sich, sollen wir noch Kinder in die Welt setzen oder nicht, ne, aber die Dummen, ne, die ficken sowieso die ganze Zeit und kriegen Kinder, so, ne, und das führt dazu, dass es nur noch irgendwann nur noch dumme Menschen gibt, weil die Intelligenten sich gar nicht mehr fortpflanzen. Das fand ich halt, also dieser führt diesen Intelligenzrassismus halt wirklich unheimlich gut vor. Und vertritt ihn auch sehr stark. Und wenn man sich dann vielleicht auch mal ein, zwei Gedanken an Thomas Hobbes. Also, ich möchte mich nicht zu sehr auf ihn berufen, weil er ja als Rassist gilt unter den Intelligenzforschern. Aber in dem Radiointerview sagt er, ja, da haben Sie völlig recht. Es gibt sehr interessante Studien, zum Beispiel zum Wegfinden. Und da kann man feststellen, dass Naturvölker hier weit besser sind als Europäer. Und dann sagt er, dass er selbst da mal im Amazonas war und selbst erstaunt war, wie toll zum Beispiel die Yanomami-Indianer einen Weg finden konnten im Regenwald, wo wir keine Berge haben, keine erkennbaren Flüsse und so weiter und trotzdem auf einer Wanderung von mehreren Stunden wieder genau an den Ausgangspunkt zurückkommen, wo sie gestartet haben. Das ist ja eine Intelligenzleistung. Und dann sagt er, die Tests sind nicht, die sind nicht kulturunabhängig definiert. Wenn wir die Intelligenz definieren würden als das Wegfinden, dann wären ganz andere Leute jetzt die Intelligenzelite. Ja. So. Und was ich noch dazu sagen wollte, wo ich nicht mehr kam dazu beim letzten Mal, mathefrei, sprachfrei, milieufrei, kulturfrei, das sind die für die Messung, auch wenn wir uns davon wegbewegen wollten, die Standards, die das Postulat, so sollen die sein. Und man schafft sie halbwegs, sprachfrei, milieufrei und mathefrei. Und wenn man solche sprachfrei, milieufrei, mathefreien Tests hat, sagen die aber wieder nur den Erfolg in mathematischen Fächern voraus. Und wenn man das nicht möchte, sondern den Erfolg in der ganzen Schule, also Schullaufbahn haben möchte, dann sind diese Tests eben nicht, dann sind die besten Prädiktoren Tests, die nicht milieufrei, nicht sprachfrei, nicht mathefrei sind. Ja. Das wollte ich unbedingt nochmal dazu sagen, wie kulturrassistisch unser Intelligenzbegriff ist, weil unsere Kultur setzt Ziele vor und wer diese Ziele erreichen kann, gilt als intelligent und da gehört es halt nicht dazu, in einer kargen Gegend wieder auf dem Ausgangspunkt auszukommen. Ja, die Frage ist doch, also, aber wozu spielt man denn das Spiel mit den Intelligenztests überhaupt? Das ist doch mal, also das darf man doch mal fragen, dann inwiefern, also wenn man misst ein Konzept und stellt dann fest, irgendwie stimmt das nicht mit dem überein, was die Schulen erbringen, aber die Schulen, die müssen doch nach Intelligenz selektieren. Das zeigt doch, dass Intelligenz oder dieses Konstrukt von Intelligenz ist, das, was, wonach es den Leuten hungert, was sie verlangen, was sie brauchen, weil das die Legitimation ihrer sozialen Position ist. Na, und dann spielt man das Spiel weiter, bis man endlich einen Test gefunden hat, der genau vorhersagt, na endlich, jetzt haben wir es. Wir haben den Test, der zeigt, dass wir die soziale Stellung, die wir innehaben, dass wir die zu Recht haben. Ich habe mir das Zitat von Böhmer rausgeschrieben, aus dem Text, den wir besprechen. Ja. In Schulsystem kamen plötzlich Kinder, die nicht von ihrem Milieu für die Schulform des Bildungsbürgertums vorgeprägt waren. Mit denen kam die Schule nicht klar und entwickelte Intelligenztests, die diese Milieuprägung testen. Und ich glaube, das ist nach wie vor so, läuft das. Ja. So. Das ist ja auch, das ist doch irgendwie, wenn man jetzt mal weggeht von irgendwelchen technischen Fragen um den Intelligenztest, sondern einfach nur sich diese auf einer strukturellen, funktionalen Ebene anguckt, dann ist doch der Intelligenztest halt ein Selektionsinstrument erstmal, das gewisse Differenzen erzeugt. Und die Frage ist doch dann, wozu das Ganze? Wo soll das Hilfe, wenn man dann sagt, okay, wir machen jetzt die Intelligenz und der soll uns irgendwie zeigen, wer als Bester für irgendwelche Aufgaben, was auch immer und für ein gutes Leben besonders geeignet ist?
Und dann macht man Merkmale und stellt fest, dann stellt man fest, oh ja, dieser Intelligenztest, wenn der diese ganzen Freiheiten, die du gerade beschrieben hast, aufweist, dann sagt er nur noch Mathe voraus, dann kann das ja irgendwie nicht richtig sein. Dann müssen wir jetzt einen anderen Intelligenztest machen. Ne? Also dieser Intelligenztest, die Motivation, drückt irgendwie das Bedürfnis nach Selektion und Hierarchisierung aus. Ja. Wobei, also viel schlimmer als der Intelligenztest, mit dem habe ich noch nicht mehr so mein Problem, ist eben diese Pseudo-Intelligenztest. So, ja, zum Beispiel. Zeugnisse, Schulnoten, Empfehlungen von Lehrern, aber das geht auch darüber hinaus. Das ist so, wir benutzen es ja alle ständig irgendwie in der Gesellschaft, probieren die Leute damit zu klassifizieren oder danach zu ordnen. Das ist für uns in unserer Denkstruktur ist das so tief verankert einfach. Ja. Also ich hatte ja neulich in unserem Zweijahresgespräch gesagt, ich glaube, dass es so schon seit vielen Jahrzehnten der tief verankertste Rassismus überhaupt. Das hat doch so ein bisschen was von, wenn wir jetzt, ich meine, dieser Intelligenztest, wenn man dann halt die Frage stellt, warum es überhaupt die Bemühungen gibt, diesen Intelligenztest zu erstellen und so weiter und überhaupt welche zu machen, weil man könnte ja auch darauf verzichten und einfach sagen, ja gut, halt, die Schulen wählen sie aus, das ist, bloß das ist dann, ich glaube, das spiegelt auch die Rolle der Wissenschaft und der Intellektuellen in diesem Ganzen wider, weil das hat so ein bisschen die Rolle, was in anderen Gesellschaften, also in früheren europäischen Gesellschaftsstrukturen halt die Theologen halt eine Rolle hatten, ne? Das gottesgenannte Theodizee zu begründen, das ist als Legitimationsfigur nicht mehr, ist das nicht mehr gültig, man kann sich nicht mehr auf Gottes Gnadentum berufen, weil man, keine Ahnung, die Verwaltung leitet, sondern muss sich auf andere Dinge berufen und halt die Lehre, die das herleitet, halt so die Auserwähltheit, die sag ich mal so, das, wenn man so will, das Intellektgnadentum, ne, dafür gibt es dann halt auch die Wissenschaften, die das gar nicht, würde ich auch gar nicht sagen, gezielt macht, sondern halt einfach als Teil ihrer Tätigkeit, weil sie auch in hierarchischen Strukturen auch oben angesiedelt ist, aus ihrer Tätigkeit heraus und ihrer Zuschreibung und alles was, das Output liefert, das, was Intelligenz ist. Und das wird dann gleichzeitig als Selektionsmerkmal auch für andere Bereiche angegeben. Also die Wissenschaft nimmt in diesem Ganzen halt so ein bisschen die, halt so, ne, nicht mehr die Theodizee, sondern die Gelehrten der Soziodizee ein, die Legitimation, die Begründung liefern, die vor allen Dingen, also begründen kann man ja einiges, sondern eine akzeptable, unter unseren gesellschaftlichen Verhältnissen und unserer gesellschaftlichen Realität akzeptable Begründung, ne? Weil die Begründung ist, die Besten herrschen, ne? Meritokratie, ne? Die Besten, die Fähigsten, die sollen herrschen. Ja. Und das ist natürlich dann die Frage, was einen befähigt, genau, zu herrschen, wenn du Kügelchen besonders gut der Logik nach anordnen kannst. Ne? Was legitimiert dich dann? Letztlich legitimiert dich zur Herrschaft. Du bist irgendwo geboren, du kennst die Spielregeln und das ist ungleich verteilt und dann kannst du eher herrschen, wenn du die Spielregeln kennst, die in dem Feld der Herrschaft gespielt werden. Und da nützt dir eigentlich die Intelligenz, soweit was, dass du diese Regeln erlernen kannst. Aber die können ja auf verschiedene Art und Weise erlernt werden. Die können Unterschichtler, wenn man sich Mühe gibt, auch erlernen. Ja, auf jeden Fall. So. Und Marx hat es ja auch schon, die emanzipative Kraft des Kapitalismus genannt, ne? Weil man, wenn man nach effizient geht, dann kann man sich jetzt bis zum gewissen Grad nicht mehr leisten, halt Leute nicht mehr arbeiten zu lassen, weil sie irgendwie Frauen sind oder Kinder sind oder sowas, sondern muss halt tatsächlich gelten, so, ich will ja einen Vorteil haben, so, dann muss ich auch gewisse Positionen öffnen. Wie ist denn das eigentlich? Du bist ja, Dominik, du bist ja Borgianer und
du und ich. Ich glaube, wir vertreten so ein bisschen den Standpunkt, den Bourdieu auch vertritt, dass die Linke, die bildungsbürgerlich-linksintellektuelle, also dieser Habitus, gehörig beiträgt zur Reproduktion dieses Intelligenzrassismus, obwohl sie sich auf die Fahnen schreibt, zu emanzipieren davon. Und das müssten wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer darstellen. Ja. Und zwar einer, ja, das man versucht. Naja, also einmal, wenn es beispielsweise um Intelligenztests geht, ist ja die Frage, was kommt da alles rein in diese Intelligenztests so? Das ist ja auch immer so ein Streitpunkt. Die Frage ist dann, ne, Sprichwörter beispielsweise so, ne? Oder eben Aussagen berühmter Persönlichkeiten, geschichtlicher Persönlichkeiten so. Da ist dann natürlich schon eine bestimmte avantgardistisches Milieu dran interessiert, was vielleicht gerade mal bis 3 zählen kann. Ich überspitze es jetzt mal, dass dann halt auch sowas mit reinkommt, sonst schneidet man da schlechter ab und kann das nicht mehr so gut legitimieren. Das ist das eine, aber eben auch, also überhaupt die Vorstellung, wie dass es irgendwie sowas wie Goethe in unserem Schulsystem braucht. Also unser Schulsystem ist mit vielen Dingen überlastet, bei denen ich sagen würde, ja, es gibt mit Sicherheit Argumente dafür, so. Aber es gibt eben auch Argumente, das auszutauschen, in meinen Augen bessere Argumente. Und die Frage ist, wie kommt es dazu, dass eben was drin ist? Und es ist einfach, die herrschenden Milieus schauen, dass sie das für sich Wichtige, was sie selbst besitzen und was sie wieder für die Rekrutierung ihrer eigenen Leute brauchen an Wissen, was vermittelt wird, dass das eben einfließt und als wichtig erachtet wird. Ja, vielleicht, um das zu illustrieren, ich erinnere mich an eine Aussage in einem, ich glaube, die Aussage ist mehrmals gefallen, Interviews und Talkshows und so weiter, von Thilo Sarrazin, der wahrscheinlich, theoretisch eine andere Position vertritt, als wir es tun. Und der hatte halt ganz stark kritisiert oder schon und auch bedauert, dass sie immer weniger Bildung ist, weil man heute Schüler und Schülerinnen trifft und fragt man und die können zum Beispiel nicht irgendwie die Frau Dingsbums irgendwas von Goethe auswendig. Ja. Und das wurde dann offensichtlich, da kann man jetzt zustimmen oder das kann man ablehnen, halt dieses Argument, aber offensichtlich scheint es da als Merkmal von Bildung, das ist untrennbar mit diesem Bildungsbegriff, dass man zum Beispiel gewisse Autoren wie Goethe und so weiter, dass man irgendwelche Gedichte auswendig kann. Ich weiß noch, in meiner Schulzeit, wir mussten den Zauberlehrling auswendig lernen. Und solche Geschichten. Und Bushido kann ja Sarrazin auch nicht auswendig, die Lieder von Bushido. Und jetzt ist die Aufgabe des intellektuellen Diskurses, ist jetzt klar zu machen, dass Goethe inhärent wertvoller ist als Bushido. Und da werden Kategorien zu ausgedacht. Und diese Kategorien werden weitergegeben und die sind dann das Bild. So. Und mit Hobbes gesehen, hast du ja mal angesprochen, Thomas Hobbes, so komm jetzt, lass mal einen neuen Naturzustand und die ganzen Bushidos, komm ran, dann haben wir eine ganz andere Kultur und plötzlich sind die Deppen und also die jetzigen Kulturbürger. Und ich glaube, der Punkt ist, dieser Diskurs, dieser intellektuelle Diskurs um Kunst, Kultur und Bildung, der müsste ganz drauf mal abgeklopft werden, wo ist es wirklich nur eine Reproduktion eines nicht mehr wirklich der Außenwelt begründbaren Unterschiedes. Also die Aussage ist doch dann, ja, wir als Experten, wir wissen das, weil wir uns diese Regeln angenommen haben und wir haben die Regeln verinnerlicht, können wir beurteilen, was jetzt gut ist. Zum Beispiel ein Kunstobjekt. So, wir können als Experten feststellen, was gut ist, qualitativ hochwertig und was niedrigwertig ist. Und das ist der Punkt, das wird nicht mehr nach Nützlichkeit darf es ja nicht mehr gehen. Das soll ja einen Wert in sich haben. Und der ist für Leute, die außerhalb dieses
dieses Habitus des Intellektuellen stehen nicht mehr nachvollziehbar. Wenn du ein Ökonom bist, sagst du, sag mir, was ist wertvoll, dann kaufe ich das und handle das und mache meinen Gewinn draus. Und so, die sagen dem das und er gibt ihnen dann Geld dafür und so reproduzieren die permanent diese Strukturen. Dieser Podcast, unser Podcast-Freund hier, der uns mal kritisiert hat, kannst du dich noch erinnern? Von dieser Kritik, 1968 Kritik-Podcast, Stefan Seidel. Ja. Die haben jetzt einen neuen Podcast, No Radio Show, und die überlegen sich jetzt, wie sie ihr eine Nacht der Philosophie machen, und da machen die ein kleines Café auf und da wird ein roter Teppich ausgelegt und die sagen, da kommt nur rein, wer 1000 Franken zahlen kann. So, nur die dürfen rein. Ja, weil die Bildung, die wir haben und jetzt an den Mann getragen wird, die muss doch auch was wert. So. Und da hast du wieder diesen Austausch ökonomisches Kapital gegen Kulturkapital, was immer nur überhalb der Horizontale stattfindet, in dem Bild von Bourdieu, ne? In den oberen zwei Feldern. So. Ja, aber ich finde mal kurz. Das als kleine Kritik, weil ich weiß, dass hier von denen jemand zuhört. Ja, meine Gedanken kreisen im Moment darüber, weil ich meine, bei Gedichten und so weiter, ne, das ist halt nicht weit her, so eine Kritik zu üben. So, ne? Die wird auch ständig auch von anderen geübt, ne, halt so, gerade das ist dann so halt das Standard, die Kritik an Laberfächern und so weiter. Ne? Man kann halt tatsächlich fragen, ob das nicht wirklich aber auch einen Wert hat, halt so zum Beispiel sich mit Goethe zu beschäftigen und diese Sachen zu kennen. Aber ich würde gerne drüber nachdenken, wie. Das hat nur einen Wert, wenn du es verstehst. Darum geht es ja gar nicht. Nein? Sondern um Naturwissenschaften. So, weil das muss und das wird ja auch für die genauso gelten. Ne? Also bloß da fällt es uns, glaube ich, sichtlich schwieriger, sage ich mal, Kritik so zu formulieren und dass sie dann auch angenommen wird, beziehungsweise überhaupt die Punkte zu finden, das Kritik, weil die sehr viel stärker in unserer sozialen Wirklichkeit verankert ist und relevant einfach für ganz viele Konzepte, und also soziale Konzepte ist und dadurch unheimlich widerstandsfähig gegen Kritik ist. Und dann müsste man sich mit der Kritik auch bemühen, weil es nur weil es schwierig ist, kann es ja nicht heißen, dass man den Versuch nicht starten sollte. Ich würde aber vermuten und sagen, dass es eben nicht für Naturwissenschaften gilt. Ich würde sozusagen zwei Kategorien aufmachen. Das eine ist eben alles, da würde ich das naturwissenschaftliche, ingenieurwissenschaftliche, auch wirtschaftswissenschaftliche reintun. Eben alles, was von uns von relevant ist, weil was es sich Nutzen bringt oder so, da wir Dinge machen können. Ich erinnere mich noch im Vergleich zu allem Unterricht. Ja, im Vergleich zu allem Schöngeistigen, was dann die andere Kategorie darstellt. Und das sind zwei unterschiedliche Kategorien für mich, wo es, glaube ich, auch wichtig ist, das zu trennen. Dass die nicht richtig trennscharf sind, vor allen Dingen an den Rändern, worauf du jetzt anspielst, gebe ich ja zu. Ich musste im Biologieunterricht, nachdem ich gesagt habe, ich muss den Zauberlehrling auswendig lernen, ich musste den Lebenszyklus der Qualle auch auswendig lernen. Ja. Und da hätte ich doch gerne mal die Erklärung, warum das denn irgendwie relevanter ist als der Zauberlehrling. Oder so. Ja, aber mal so ganz grob, was uns beispielsweise die Biologie sichert uns Grundlagen, dass wir uns von Parasiten, Krankheiten oder sowas befreien können. Als ein Beispiel. Ja. So, ne? Die schöngeistigen Fächer, die probieren uns auch ständig zu erzählen, dass sie uns irgendwas bringen würden. Aber das ist eben eine Lüge, die verbreiten, um einfach mit oben zu bleiben. So, die bringen gar nichts. So, probieren die zwar ständig darzustellen, aber es bringt nichts. So. Ja, das weiß ich nicht. Ich würde sagen, ja, es mag Randphänomene geben. So, nur wo halt sozusagen bei der einen Kategorie das Randphänomen ist, dass es mal nichts bringt, ist bei der anderen das Randphänomen, dass es mal was bringt. Ja, und wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, dass erstmal halt so die geisteswissenschaftlichen Bereiche erstmal ja den naturwissenschaftlichen Bereichen vorweggelagert sind, als dass Geisteswissenschaften ja die Grundlage für Naturwissenschaften liefern müssen. Also die Theoriearbeit, na, auch halt naturwissenschaftliche Theorie lässt sich nicht ohne primären Zurückgriff auf geisteswissenschaftliche, sprich philosophische Überlegungen vollziehen. Und
Also ich tue mich auch schwer, in diesen Tenor mit einzustoßen, halt so diese Differenzierung in dieses Schulgeistige und das Nützliche, ne, in diesem Begriff und diese Kategorie hören, wo man auch drüber nachdenken kann, was mit dieser Kategorie des Nützlichen gewonnen ist. Also das in diesen Bereichen das Potenzial eine Techniken der Selbstreflexion, ne? Also halt so auch durch die Beschäftigung mit dem Schönen und so weiter, auch eine Beschäftigung mit sich selber stattfindet, ne? Also dass da dann eben nicht mit dem Begriff der Nützlichkeit, der nach außen gekehrt ist, so, oder die Beherrschung der Umwelt, sondern die Beschäftigung mit sich selber in der Umwelt stattfindet. Ne? Was gut, kein Gedicht, was unbedingt nach Dactylus oder nach was weiß ich für Medien. Ah, damit kenne ich mich zu wenig aus, um das jetzt im Detail muss. Das ist eine erkenntnistheoretische, eine philosophische Sache, die durchaus, also die durchaus auch Bourdieu nicht abgeneigt wäre, wenn er sagt, okay, die Leute sollen sich auch selber reflektieren. Ja. Aber eben das System ist so, dass bestimmte... Ja, der Begriff ist natürlich irgendwie merkwürdig, aber benutzt ihn trotzdem als Arbeitsthese. Ich sage das extra, weil ich habe zwischendurch nochmal Gespräche mit anderen Menschen geführt und hatte denen auch von dem Text erzählt und dann war schon direkt, ja, aber Rassismus, kann man den da benutzen? Und ich sage... Vielleicht, aber wir tun es jetzt mal. ja, aber wir sind ja alle irgendwie im universitären Umfeld und auch dieser Podcast ist ja auch irgendwie speziell, ist auch dann die Frage, also können wir uns denn so einfach da rausziehen aus dieser ganzen Komplex Intelligenzrassismus, indem wir es jetzt einfach mal kritisch benannt haben? Weil wir spielen ja irgendwie dann auch eine eigene Rolle da drin, oder sehe ich das falsch? Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Argument, ob man die Argumente, die man bringt, auch selber leben muss. Mhm. Du bringst doch da immer dein Veganer- oder Vegetarier-Argument. Vegetarier sein wäre gut, aber was erzählst du denn? Du bist doch selber keiner. So. Ja. Und bei uns ist das dann wahrscheinlich so ähnlich. Wir sagen, ja, Intelligenz ist eine Zuschreibung und das ist alles völlig falsch bezeichnet in der Psychologie. Und wer es nicht kapiert, ist ein Vollhonk. Ne? Und damit greifst du dann auch wieder auf die Deklassierung über den Intelligenzbegriff zurück. Mhm. Also frei sprechen können wir uns davon nicht, was aber nicht heißt, nur weil wir so vollhunktmäßig das auch ausüben, diese Form von Klassismus oder Rassismus, dass die Argumente, die wir besprochen haben, nichts taugen. Und man kann ja versuchen, selbst so wenig rassistisch wie möglich zu sein, so wie man es halt hinbekommt, dass das eine und das andere ist. Wenn, also so ist meine Einstellung dazu, wenn ich quasi schon in so einer rassistischen Dienstleistungsinstitution arbeite, tätig bin, ich übertreibe jetzt hier mal, dann sehe ich schon meine Aufgabe auch darin, quasi die von innen her zu wandeln, die Revolution von innen anzutreiben. Und das ist ja, denke ich, nicht selten erfolgreicher als von außen versuchen. Und es ist ja auch, also wir müssen das vielleicht, wenn man das ein bisschen überbaut, es ist ja auch nochmal die Frage zu stellen, dass dieser Intelligenzrassismus irgendwie was gesellschaftliche Anerkennung möglicherweise da ist, also zumindest was ökonomische Ausstattung angeht, weil gesellschaftliche Anerkennung ja noch nicht mal, also in der Gesellschaft wird mehr über irgendwelche Promi-Pärchen, die sich trennen, diskutiert, als über die neueste wissenschaftliche Errungenschaft. Es ist ja auch so, dass wir jetzt, die wir an der Hochschule irgendwie aktiv sind, gerade auch im lehrenden, schrägstrich beratenden Bereich, wir natürlich auch eigentlich irgendwie natürlich Kompetenzen vermitteln. Das ist ja auch ein bisschen das, wie wir gerade in der Schreibberatung uns verstehen, als Leute, die Kompetenzen vermitteln. Und da natürlich die Vermittlung zu manchen Gruppen leichter fällt und zu anderen Gruppen schwerer fällt. Und ich denke aber, dann siehst du das wahrscheinlich ähnlich wie ich, dass wir da tatsächlich auch dann eben in der Verantwortung sind. Das ist ja eigentlich unser Job, denen das eben nicht leicht fällt, die das eben nicht aus Sozialisation oder ähnlich mitbekommen haben, diese Kompetenz auszuüben, die dabei zu unterstützen, diese Kompetenz zu erwerben. Ja, also
Zu dem Schreibberatungskonzept habe ich, wie wahrscheinlich grundsätzlich zu allen Beratungskonzepten, so aus so einer soziologischen Haltung ein sehr zwiespältiges Verhältnis. So, weil man sich damit in der Regel, ist man einfach nur Dienstleister der Herrschenden und probiert die Strukturen zu stabilisieren. Aber, also wahrscheinlich siehst du es auch ähnlich, ich probiere halt, jetzt ist es eben so, und ich probiere in Beratungssituationen insbesondere jenen zu helfen, die einfach Nachteile haben, benachteiligt in ihren Startchancen sind hier an der Hochschule. Und andererseits, und das hat das klassische Beratungskonzept oder Schreibberatungskonzept in dem Fall, sieht es gar nicht vor, probiere ich eben nicht nur mit den Studierenden zu arbeiten, sondern ich probiere viel mit den Lehrenden zu arbeiten, und zwar eben in einer Art, dass es in die Richtung geht, dass eben diese Diskriminierung, diese, ich sag mal, schichtspezifisch, also diese Ungleichheit, die Reproduktion von Ungleichheit einfach abnimmt. Ja. Und genau, das ist eine spezielle Aufgabe, die ist in dem Schreibberatungskonzept selbst nicht drin, aber ich denke so, ich weiß als nicht, ob Didaktiker nicht, sollte man es machen. Ob nicht im Schreibberatungskonzept durchaus auch schon drin ist. Weil es geht ja gerade bei dieser Art von Kompetenz, geht es ja im Grunde um das explizit Machen impliziten Wissens. Ja. Es geht darum, denen, die das nicht irgendwie automatisch mitgenommen haben, in welcher Form auch immer, dieses implizite Wissen explizit zugänglich zu machen. Ja. Und mein Eindruck ist jetzt aber auch schon, dass man dabei, dass es schon fast schwierig ist zu unterscheiden zwischen benachteiligten und nicht benachteiligten Gruppen, weil selbst die nicht benachteiligten dieses spezifische Wissen oft tatsächlich gar nicht mitbekommen. Mhm. Auch nicht implizit aufgreifen. Ja, ja. Und dann natürlich, jetzt wieder zurück, warum das im Konzept drin ist, die Bewusstmachung, also die Known Unknowns sozusagen, das bewusst zu machen, also aus einem Unknown Unknown ein Known Unknown zu machen, das muss eigentlich bei allen Gruppen gleichermaßen erfolgen. Es mag dann sein, dass die eine Gruppe ein bisschen länger braucht, um dann aus dem Known Unknown ein Known Known zu machen, also die Kompetenz tatsächlich zu lernen. Aber das ist dann ja wieder das normale Beratungsgeschäft, wo einige halt eine halbe Stunde und andere zwei Stunden brauchen. Ja. Aber geht es denn ja auch irgendwo, wenn man wissenschaftlich schreibt, glaube ich, hat auf jeden Fall, glaube ich, mal zwei Aspekte. Einmal natürlich einen pragmatischen Aspekt, der irgendwie dazu dient, durch eine gewisse Technik Worte zu arrangieren, halt Zusammenhänge klar zu machen, begreifbar, intersubjektiv zugänglich zu machen, wenn man das ja so schön sagt. Aber auch auf der anderen Seite, dass es halt ein gewisser Sprachstil ist, der als besonders angenehm empfunden wird und dementsprechend dann auch zur Begünstigung führt. Ich glaube, der wird nicht als besonders angenehm empfunden. Also der Wissenschaftssprache vorzuwerfen, sie wäre angenehm, das... Nee, ich meine jetzt auch nicht im Allgemeinen angenehm, sondern für die relevante, bewertende Gruppe, sag ich mal, für die als angenehm. Auch nicht in einem wirklich bewussten Sinne, wie es halt so mal ist. Okay. Aber halt so eine Passgenauigkeit. Als angemessen für den Gegenstand, obwohl man über die Angemessenheit eigentlich mal diskutieren müsste. Da würde ich nämlich euch mal fragen, wie ihr das als Schreibberater seht. Es gibt ja, und das kam mir so vor, als wenn ihr jetzt darauf argumentiert, die Defizithypothese in der Linguistik, auch Bernstein-Hypothese genannt. Demnach gibt es halt unterschiedliche Schichten, die haben unterschiedliche Sprachniveaus und die Unterschicht hat ein Sprachdefizit. Ja, und man überlegt sich dann, das durch Schreibberater auszugleichen und die Leute auf das Niveau zu bringen, auf dem die Mittelschichtler schwimmen. Ja, man kam so drauf, also der Bernstein kam drauf, nach dem Flugzeugabsturz wurden die befragt, die Zeugen und die also Mittelschichtler und höher, die haben ja sehr wortgewaltig und sehr abstrakt ihre Erlebnisse beschrieben und die Unterschichtler mehr so aus einer emotionalen Erlebnisperspektive. Und hat gesagt, die haben da ein Defizit, das können wir jetzt erforschen. Und dann kam William Labov, und hat die Differenzhypothese aufgestellt und meint nach seinen Studien, dass die Unterschichtensprache genauso vielschichtig und präzise ist wie die Mittelschichtsprache, nur aber auf den eigenen Kontext bezogen.
Und dass jetzt es überhaupt keine Wertigkeit zwischen den beiden Sprachen gibt, aber durch die Machtverhältnisse die Mittelschicht ihre Sprache nach vorn bringt und dadurch die Unterschichtler sich dem anpassen müssen und dadurch einen Nachteil haben. Einfach weil die ihre Sprache umlernen müssen. Es geht also, da gibt es eine Study of Non-Standard English, kann man sich ja mal reinlesen. Und ein Beispiel habe ich hier mal mitgebracht. Das Mittelschichtsenglisch sagte, bringt so Sätze hervor wie I ask Alvin if he knows how to play basketball. Ja? Und die Unterschichten sagen nicht I ask it Alvin if, sondern I ask it Alvin do he know to play basketball. Und das ist für die eine ganz normale Sprache, aber das wird für die Mittelschichtler als sowas wie deine Mutter angesehen. Mhm. Und jetzt muss man sich überfragen, wie kommt eigentlich diese Bewertung und ist sie gerechtfertigt? Dass wir einfach sagen, eure Sprache ist nicht gerechtfertigt und sie ist defizitär. Das ist halt, also ist es eine defizitäre Sprache, wenn Linguisten darstellen können, dass die genauso präzise ist und einen Vorteil haben die sogar, die ist kürzer. Also sie können mit weniger Worten präzise das meinen, was alle verstehen in diesem Kontext, in der Unterschicht, das verstehen aber die Mittelschichtler nicht. Es ist, und die Bewertung, dass da ein Defizit vorherrscht, die kommt daher, dass die Mittelschichtler nicht verstehen. Also dass sie ein Defizit haben, die Unterschichtssprache zu verstehen. Aber Defizit, da steckt ja schon in der im Begriff im Grunde drin, dass das irgendeine Wertung stattfinden muss. Ja. So. Ja. Ich finde aber, diese Einschätzung kann man voneinander trennen. Wir haben ja einerseits immer in Gruppen, welcher Form, irgendwelche Arten von Soziolekten. Die bekannteste Trennung sind einfach schlicht und ergreifend Landessprachen oder das, was wir Sprachen nennen. Auch da findet erstmal eine Unterscheidung statt. Das ist erstmal eine horizontale Unterscheidung, weil wir eben mittlerweile im Normalfall nicht mehr davon ausgehen, zu sagen, einige Länder sind besser als andere. Dadurch löst sich natürlich die Gruppe auf, einige Sprachen sind besser als andere. Was es noch gibt, ist so die Kategorie, Sprachen sind bekannter, werden mehr gesprochen, sind etablierter, werden mehr gelernt. Beispiel Englisch, da kommt Chinesisch, einfach weil es so viele sprechen. Wenn wir jetzt die Frage stellen nach defizitärer, in Anführungszeichen Unterschichtssprache, ist natürlich immer der Punkt, wird deswegen defizitär. Erstmal ist es nur eine Disparität, ein Unterschied, der dann aber eben mit der gesellschaftlichen Schichtung zusammenfällt. Und dadurch sozusagen die Identifikation ist nicht, die Sprache ist schlechter oder muss nicht sein, sondern die Identifikation könnte sein, durch deinen Ausdruck identifizierst du dich als Teil einer bestimmten Gruppe und die wird generell als weniger, ich will nicht sagen Wert, aber in Anführungszeichen Wert angesehen. Kann man schon so sagen. Und vor allen Dingen bist du eben nicht in der Lage, in einer anderen Gruppe, die gesellschaftlich höher angesehen ist, welche das auch immer ist, dich so auszudrücken, dass du da durch deine Sprache akzeptiert wirst. Das, also im Prinzip diese Disparität, die einfach zwischen Soziolekten besteht, wird im Prinzip dann durch eine Hierarchie zur Dingensbummens. Ja, also es muss noch nicht mal eine Hierarchie sein, es ist halt eine Exklusion. Zum Defizit, genau, das war das Wort, was ich suche. Es ist halt einfach eine Exklusion, du bist eben nicht Teil, was du jetzt sagtest, der Mittelschicht. Ja, aber wenn wir mit Hierarchien arbeiten, so, dann hängt ja genau an dieser Unterschied zwischen Sprachen hängen dann ja unterschiedliche Zuweisungen von Lebenschancen. Aber wir denken ja jetzt auch, also was mir mal ganz wichtig ist, dass wir das natürlich aus einer zumindest bildungselitären Perspektive denken. Auf jeden Fall. Ja. Das heißt natürlich, es ist ja nun durchaus auch so, dass eine gewisse gehobene Sprache, eine als elaboriert geltende Sprache, ja auch nicht uneingeschränkt positiv gesehen wird. Das ist ja gerade in mittleren und unteren Schichten dann auch die Sprache, die sowieso keiner versteht, die Großkopfatten. Das ist Oberschichten-Assi-Sprech. Genau. Was die Sloterdijk macht. Genau. Ist das, was ist Ghetto-Sprache, akademische Ghetto-Sprache ist das? Deswegen würde ich das... Der würde zur Sprachschulung kommen müssen, verpflichtet werden, wenn der als Kind so sprechen würde und nicht auf der Unterschicht, dann würde der bei euch sitzen und dann viel Spaß. Das ist genau das, worauf ich hinaus will. Es kommt dann auch auf die Perspektive an, wie das mit der Wertigkeit ist. Grundsätzlich gibt es ja eher diesen In-Group-Bias, der sagt, das eigene ist positiv, das andere ist eher negativ. Und wenn das eben durch eine sozioökonomische Schichtung verstärkt wird, mag das jetzt für uns, die wir uns eher wohl am oberen Ende befinden dürfen, so wirken, als wäre das eine Hierarchisierung.
die irgendwie auch eine absolute Hierarchisierung beinhaltet. Tut sie aber gar nicht. Es ist unsere Hierarchisierung. Die Frage ist diese Sprache, die wir als die wertvolle ansehen und als die, die bitte die Unterschichten lernen sollen, so eine Mittelschicht-Oberschichtssprache, ist die funktional besser geeignet, Raketen zu bauen? Ja, also ich wollte vorhin auch nochmal, ne, Defizit, man könnte ja einfach auch schauen, wie funktional ist sie für bestimmte Bereiche. Und vielleicht, oder ich glaube, es ist auch wichtig, das nochmal aus der umgekehrten Perspektive zu betrachten. Man kann auch, also es wird zum Teil auch so sein, dass bestimmte soziale Gruppen haben bestimmte Tätigkeiten, Aufgaben in der Gesellschaft, beispielsweise Wissenschaftler so. Und diese Tätigkeiten formen das Denken und die Sprache. Und die wird eben das, was man dazu braucht. Und dann ist es so, dass diese Berufssprache, die man eigentlich für diese Aufgabe, für diese Rolle braucht, wird aber auch die Alltagssprache dieser Person beeinflussen. Und so auf dieser Ebene kommen erstmal diese Unterschiede zwischen sozialen Gruppen zustande. Es ist dann halt so, dass dann im Alltag der Bildungsbürger mit seiner speziellen Sprache, die er anders ist aus funktionalen Gründen im Gegensatz zu der des Kfz-Mechanikers, sage ich mal. Und dann nutzt er die aber und sagt, naja, ich merke das schon an deiner Sprache, dass du ein bisschen dümmer bist als ich. Mhm. Und deshalb bin ich da. Also erst hat er die Möglichkeit, also erst steht er schon oben. Und dann nimmt er das zusätzlich und baut den Mythos auf, dass das mit Sprache und mit dem Denken zusammenhängt. Ich würde das gar nicht so verobjektivieren, ehrlich gesagt. Also wir sagen an diesem Begriff funktional. Mhm. Was heißt das funktional? Mhm. Funktional im wissenschaftlichen Kontext heißt, die Sprache zu sprechen, die andere Wissenschaftler akzeptieren. Das heißt, da ist schon diese vorgebliche objektive Funktionalität. Aber da würde die ist ja schon sozial überformt. Aber da würde ich Nein sagen. Das ist ein Aspekt, der mit reinspielt, dass es dann natürlich eine Community gibt, also solche Berufsgruppen. Und dann muss, genau, dann formt diese Community das auch aus. Aber funktional, glaube ich, kommt in erster Linie daher aus der Aufgabe heraus. So, und wenn, sage ich mal, das Grundprinzip allen wissenschaftlichen Arbeitens und Denkens die Analyse ist, das heißt auflösen oder differenzieren, dann bildet sich eine Sprache heraus, die eben die Differenzierung besonders gut ermöglicht. Wobei wir aber gerade die Annahme hatten, dass, was Präzision angeht, in Anführungszeichen Unterschichten, Dialekte nicht schwächer sein müssen als Oberschichten. Und naja, das wäre ja, das war genau Renés Annahme. Das war jetzt genau die Implikation. Dann werde ich das mal verlinken. Die Studien zu dieser es ist ja nicht geklärt, ob jetzt die Differenzhypothese oder Defizithypothese der Sieger ist. Aus meiner Sicht sind die Argumente der Differenzhypothese schlagkräftiger. Können wir ja bei Gelegenheit mal uns ein bisschen vorbereiten und dann schauen, wie wir das sehen würden. Aus meiner Sicht ist das andere mir wirklich zu sehr Distinktion. Ja, es hat aber natürlich, auch wenn ich jetzt gerade mich gegen den Funktionalismus gewandt habe, hat es natürlich faktisch eine funktionale Komponente. Ja, das ist auch, glaube ich, Schichten zu reproduzieren, das ist ja auch eine Funktion. Die Schichten zu reproduzieren, das meine ich aber gar nicht. Aber das meinen die diese Defizithypothese vertreten. Ich rede jetzt eher aus einer Perspektive desjenigen, der sagt, wir müssen gucken, dass wir diese Schichtgrenzung auflösen. Selbst aus dieser Perspektive ist es sehr sinnvoll zu sagen, dass da Unterstützung gibt, die Mittel- oder Oberschichtensprachen zu lernen. Nicht, weil sie per se besser sind. Darum geht es gar nicht, sondern weil sie aktuell die Strukturen sind, in denen es möglich ist, höhere Lebenschancen zu erwerben. Ich glaube nur, für die einzelne Person. Dass es schwierig ist, dadurch die Grenzen aufzulösen, weil du ja, indem die Kinder der Mittelschichten, die brauchen das nicht lernen. Die Unterschichtler müssen das jetzt lernen. Ja. Und in dieser Zeit können die Ober- und Mittelschichtler wieder andere Sachen lernen, die ihnen wieder einen Vorteil geben. Ja, und dadurch werden sich die... Du musst doppelt investieren. Du musst doppelt die Zeit. Und dadurch werden sich die
werden die aus diesem Distinktionswollen, werden die sich wieder Mühe geben, Sachen zu lernen, wo die Unterschichtler aufgrund ihrer Zeit nicht hinterherkommen. Und die Frage wäre doch jetzt, ob es möglich, ob es überhaupt sinnvoll das muss ja. oder möglich ist, wie wir uns mal, Dominik, unterhalten haben, mal unter vorgehaltener Hand, einfach bestimmte Sprachen mit aufzunehmen in den wissenschaftlichen Kontext, die heute nicht akzeptiert sind. Aber wie soll das... steht da halt aber so, wie soll das funktionieren, etwas, eine Sprache aufzunehmen? Ne? Also man redet, also wir reden Dialekt. Ja, bei Sprachen reden wir ja nicht eben nicht über das Explizite, ne? Wie funktioniert ja. das Argument oder so, sondern reden wir über stilistische ja. Formen. Und das Problem ist doch bei Sprachen haben... Also egal, wie ich mich anstrenge, meine Sprache hat immer einen Stil, der nicht mit sage ich mal, einer, wenn man so will, objektiven Aufgabe bezüglich irgendeines Erkenntnisgegenstandes, ja. der erstmal auch noch konstruiert werden muss und wo die Sprache auch immer einen beträchtlichen Teil irgendwie beiträgt, zu tun ist. Und ich glaube dann, also selbst wenn man jetzt über Sprachregeln dann halt neu reflektiert und so weiter, es würden neue rauskommen und Sprache ist ja etwas Lebendiges, es lässt sich ja kaum bewusst formen. Ne? Es werden Gruppen erschienen, Menschen befinden sich halt in ihren unmittelbaren Gruppen, ob das jetzt Freizeit ist und so weiter, die sind dann halt durch bestimmte gesellschaftliche Regeln strukturiert. Da kann man jetzt, glaube ich, nicht groß drauf aber eingehen. Das, nein, das ist ja da und das Problem ist nicht die Differenz. Das war der Sovi-Stammtisch. Es unterhielten sich Dominik, Dr. Nils, René und Thomas. Thank you.